Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4. Für sowas habe ich keine Zeit. Bitte nein! Hör mich an. Irgendwas Fieses liegt dir in der Gegend. Scheiße. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich wollte die Karte aufmachen. Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedlung leicht wieder alles aufgebaut werden. Ja, das wollten wir doch machen. Ich wollte doch zusagen. Aber ich wollte eigentlich zuerst mal meinen Zuschauern auf der Karte zeigen, wo wir uns überhaupt befinden. Ich habe den Laden schon gesäubert. Ist das dein Ernst? Das sind großartige Neuigkeiten. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Nice. Der Weg für County Crossing freimachen haben wir gemacht. Wow, war ich mir jetzt gar nicht so bewusst, dass wir das schon gemacht hatten. Ich bin nämlich gerade hierhin schnell gereist nach County Crossing, denn wir wollen weitermachen mit der Silver Shroud. Und zwar habe ich hier noch die Quest im Trainingsgelände, töte Shelly Tiller, aber das ist optional, denn ich glaube, Shelly Tiller ist eine gute. Wir hatten nämlich hier was gefunden. Ich hoffe, ich habe es noch dabei. Diverses. Irgendein Auftrag mit Shelly Tiller. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt so schnell finde. Passwort, nee, das war es alles nicht. Schlüssel. Ah, das war. Ich finde es jetzt leider nicht, glaube ich. Oder ich bin zu blöd. Auf jeden Fall hatten wir bei den Raidern aber einen Auftrag eingesammelt, der heißt, dass man Shelly Tiller töten soll. Und ich denke mal, wenn die Raider den Auftrag hatten, das zu tun, würde es nichts Gutes sein. Deswegen töten wir hier Smiling Kate und Northy. Und dann machen wir uns mal auf den Weg hin. Mal gerade schauen, was ich so dabei habe. Ich habe die Flinte dabei, die Plasmapumpe, Old Faithful, das Dönermesser und mein Snipergewehr und natürlich den Zermalmer. Den ich aber jetzt hier ohne Power Armor nicht so nutzen werde, denke ich. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Episoden dann auch wieder vermehrt die Power Armor benutzen werden. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Jetzt diese Episode nochmal ohne Power Armor, in der nächsten dann vielleicht sogar schon mit. So, ich gehe da mal hier über die Brücke. Denn ich habe nämlich was Geiles vor, Leute. Aber das will ich jetzt noch nicht spoilern. Denn ich weiß, kenne das ja schon. Mir fallen dann auf dem Weg noch wieder 10 andere Sachen ein, die ich da noch gerne machen möchte. Beziehungsweise, was heißt gerne machen möchte? Ich werde einfach davon überrascht. Dadurch, dass man hier einfach langläuft und ja, man wieder neue Sachen findet, die man noch nicht gesehen hat. Und wow. Awesome. Wie zum Beispiel legendäre Raider, die auf einmal. Kleiner Wichser. Wow, der macht auf einmal richtig krassen Damage. Der hätte zuerst überhaupt keinen Schaden gemacht und auf einmal haut der richtig rein. Scheiße, ich habe nichts dabei, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Jetzt kommt hier noch ein Kampfhund. Level up. Nice. Schwere. Oh. Einen guten Nick hat's erwischt. Ja, du hast vor allen Dingen jetzt Spaß. Ohne Kopf, Junge. Du bist nichts. Wer bin ich? Ja, ihr merkt schon, ich habe meine Chamäleon-Rüstung wieder an. Guck mal, was er dabei hat. Die Glücksrüstung. Linkes Bein. Plus 2 Glück. Ja, nice. Glück ist jetzt ja nicht so mein Hauptattribut. Ist halt hauptsächlich dafür verantwortlich, was man so findet. Aber das ist echt ein bisschen nervig, ne? Wenn man unsichtbar ist. Mit dem Pip-Boy und allgemein alles. Mal gerade gucken. Linkes Bein. Was habe ich denn da? Kleidung. Linkes Bein. Müsste das hier sein. Haben wir reduziert durch Ghule verursachten Schaden um 15%. Ja, geil. Da ist die Synth-Rüstung auf jeden Fall besser. Mit den 2 Glück, finde ich. Denn Ghule sind jetzt nicht so die krassen Hauptgegner. Ja, ich weiß nicht. Lege ich es jetzt mal an direkt? Kann man machen, oder? Ist zwar in der Schadensresistenz ein bisschen schlechter, dafür in der Strahlungsresistenz besser. Das werde ich noch alles
aufstocken, wenn wir dann wieder mal in Sanctuary sind. Wofür haben wir denn hier den Waffen, den Rüstungsschmied gelernt? Auf Rang 3 inzwischen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich noch mit euch besprechen wollte. Mein Plan für den Skilltree. Ach, und das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Denn wir hatten ja das Level Up. Dann gehe ich aber mal hier aus dem Tarnmodus raus. Dann zeige ich euch nämlich, was ich vorhab. Und zwar... Also, Waffenfreak und Rüstmeister und der ganze Kram ist alles noch in der Mache. Können wir im Moment nicht skillen. So, dann Schmied will ich auf jeden Fall skillen. Könnten wir im Moment schon auf Rang 3 skillen. Geht aber nicht, weil uns hier der eine Stärkepunkt fehlt. Den möchte ich aber im Moment nicht skillen, weil ich Stärke so niedrig wie möglich haben möchte. Irgendwann skill ich vielleicht meinen starken Rücken. Das bleibt aber nochmal abzuwarten. Ansonsten brauche ich hier nichts aus diesem Baum. Beziehungsweise hier die erste Liga werde ich später wahrscheinlich nochmal skillen, halt mehr Nahkampfschaden, das geht dann hoch bis doppelter Schaden und Chance den Gegner zu verkrüppeln und oder ihm sauber den Kopf abzutrennen, das ist auf jeden Fall richtig nice. Aber die Stärkewackelpuppe haben wir noch nicht gefunden, deswegen spare ich mir das so lange auf, bis ich die Stärkewackelpuppe gefunden habe und dann sowieso schon 4 Punkte habe. Rüstmeister, Wissenschaft, Schmied, habe ich schon alles zu erzählt und deswegen werde ich jetzt hier mal diesen Schnorrer als erstes nehmen. Du weißt, wie man plündert, um weiterzukämpfen und findest mehr Munition in Behältern. Denn ich habe festgestellt, Munition ist sehr teuer bei Händlern und teilweise habe ich doch recht wenig Munition für Waffen, die ich öfter benutzen möchte und deswegen skill ich den Schnorrer ein bisschen. Ich weiß noch nicht genau, wie weit. Bunker Hill, okay. Ja, jede Menge Sachen, wie gesagt. Jetzt weiß ich nicht, ist Smiling Kate in Bunker Hill oder... Ist sie außerhalb? Was denen an Persönlichkeit fehlt, machen sie durch Gier wieder wett. Ist ein voller Erfolg. Alles klar. Was ist das? Eine Statue? Ja, ich gucke einfach mal, ob ich hier reinkomme durch den Haupteingang. Ich glaube, vermute mal, dass es nicht gehen wird. Oh, es geht sogar. Krass. Und das sind doch bestimmt. Das sind gar keine Bösen. Das sind ja liebe Leute. Oder? Edward! Edward Deegan. Das sind Ghule hier in Bunker Hill, okay? Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Dann lass mal hören. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Nach allem, was ich höre, könntest du geeignet sein. Ich bin für alles geeignet. Aber ich habe mein Charisma-Outfit nicht an. Das ist nicht gut. Ich habe nichts gegen Gefahr, solange die Bezahlung stimmt. Du erhältst den Einstiegslohn, wie alle anderen. Solltest du so nützlich sein, wie du sagst, können wir über eine Erhöhung sprechen. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Er ist sehr vorsichtig. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Alles klar. Sonderlieferung. Sprich mit Jack Cabot. Okay, das ist direkt hier. Aber Leute, nee, warte mal, wo ist es denn? Das ist ja hier Smiling Kate. Naja, ach so, müsste ich jetzt erstmal aktivieren auf der Karte. Leute, das ist mir jetzt aber erstmal egal, Bunker Hill hier. Denn das ist genau das, was ich meinte. Man läuft irgendwo lang und... und ahnt nichts Schlimmes und dann wird man angequatscht. Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Geil, ein Markt sogar mit neuen Handelspartnern. Ja, Leute, das... Ihr seht schon, da kommen wieder geile Sachen auf uns zu. Aber... Verzeiht mir, dass ich dauernd den Pip-Boy raushole. Das ist immer, wenn ich mich bücken will. Das ist die gleiche Taste, die wir... wo man sich bei Star Wars duckt und ich habe in letzter Zeit dann wieder mehr Star Wars gespielt. Ich weiß nicht, muss ich sie töten? Ich muss sie töten, das ist mein Auftrag. Silver Shroud. Ah, die Legende ist hier. Die Legende lebt. Ein bisschen dumm, dass ich sie nicht treffe. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Demnächst. Oh Gott, jetzt kann ich nicht mal.
So ist das. Stimpak. Es ist eine Überlegung wert, mal hier das Visier zu ändern. Wow, die macht echt viel Schaden. Wow, wer trifft mich denn da? Und es ist meine Überlegung wert, Sachen zu holen von zu Hause. Denn die ganzen Stimpaks wollte ich jetzt eigentlich hier nicht rausballern. Gerade nichts anderes bei. Tja, wenn es nicht anders geht. Jawohl. Das war sie. Smiling Kate erledigt. Ja, schon ein bisschen nervig. Das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Ist richtig, Nick. Genau so ist es. Bisschen nervig schon mit der Chameleon-Rüstung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich... Ah, was hast du alles dabei? Auf jeden Fall keine schlechten Sachen. Bin mir nicht sicher, ob ich die wirklich behalten will, die Rüstung. Hey, ich... Schon direkt überladen hier. Hundehelm. Geil. So einen hatte ich noch nicht. Nein! Ich habe ihm irgendwas gegeben, was ich anhatte. Mein Polymerhelm, ne? Ja. Bin ganz Ohr. Den musst du mir wieder geben, Nick. Man kann Nick übrigens nicht ausrüsten. Zumindest nicht mit Rüstung. Man kann ihm, glaube ich, Waffen geben, aber keine Rüstung. So, das möchte ich gerne anlegen. Ach, das lasse ich mal da. Das bringt eh nichts. So, jetzt muss ich mal aber gerade wirklich mal absichtlich auf die Karte gucken. Okay, das ist noch ein Stückchen. Ich versuche mich jetzt mal so wenig wie möglich abzulenken lassen von meiner Umwelt und hier wirklich jetzt Silver Shroud. Oh, Silver Shroud Action hier zu machen. Zum Beispiel für das Gewehr hätte ich gerne noch mehr Munition. Klar, ich habe jetzt 700. Aber Leute, alles, was nicht die 999 knackt, ist nicht genug. Und auch dann nehme ich gerne noch mehr. Deswegen im Moment Schnorrer, stecke ich ein paar Punkte rein. Gibt nämlich im Moment sonst nicht so viele Sachen, die ich sinnvoll finde. Also die Sandmann-Geschichte wird noch irgendwann kommen, dann hier die Ninja-Geschichte wird auf jeden Fall kommen, dass ich erhöhten Schaden aus dem erhöhten Stealth-Angriff bekomme. Das werde ich auf jeden Fall demnächst skillen und ansonsten sind auch noch ein paar nette Sachen. Härte zum Beispiel, dass ich ein bisschen mehr Schadensresistenz habe. Das ist dann gerade, wenn ich ohne die Power-Armor bin, dann schon hilfreich. Ich will zwischendurch immer auf die Karte gucken, aber es geht nicht. Ich krieg's heute nicht mehr hin. Mit dem, wann ich den Pip-Boy raus soll und wann ich mich schlug. Oh, der war ja sogar legendär. Oder hat zumindest was Legendäres dabei. Aber des Giftmischers. Okay, Giftresistenz ist jetzt. Brauche ich eigentlich gar nicht. Also. Ich habe zwischendurch mal ein paar Feinde gehabt. Ach komm, ihr blöden Supermutanten. Lenkt mich jetzt nicht die ganze Zeit hier ab. Ich habe schon gegen Feinde gekämpft, die Gift hatten, aber die waren immer sehr vereinzelt und da hätte ich dafür dann mit Giftresi rumzulaufen die ganze Zeit, halte ich ein bisschen für übertrieben. Und man muss ja dann auch wissen, dass jetzt gleich Giftschaden kommt, von daher... So, ich mache mal gerade hier einen Quicksave. Auf jeden Fall schießt hier irgendjemand. Ein Supermutant, aber der schießt glaube ich nicht auf uns. Also lassen wir ihn einfach mal da rumschießen. Oh, da sind aber
Das sind Ghule, oh nein. Wow. Lasermuskete verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Richtig nice. Ähnlich wie unser Old Faithful. Und ich habe einen Tipp bekommen, wie ich mehr Kleber bekomme. Und den werde ich auch demnächst umsetzen. Werde ich mal machen. Da werde ich euch mal mit nach Sanctuary nehmen und euch das zeigen. Wenn wir mal zufällig da sind. Ich habe ein bisschen Angst, hier aufzustehen. Ich werde immer direkt entdeckt, sobald ich aufstehe. Immer wenn ich gerade laufen will. Decken mich wieder irgendwelche Gegner. Immer wenn ich gerade denke, ich kann mal ein paar Meter gehen, ohne... ohne hier Zeit zu verschwenden. So, jetzt sind wir aber ganz in der Nähe. Ich würde mal interessieren, wo Nick ist. Ob der derjenige ist, der da hinten für verantwortlich war, das Supermutanten... der Supermutant da am Rumschießen war? Hm. Was ist los? Ich hab doch schon Schleichen so hoch geskillt. Wer von euch Deppen meinte, dass er was gesehen hat? Oh, niemand? Du bist tot! Ein Leibwächter, okay. Nick, du kannst mir gern mal helfen. Stimpak. Wo seid ihr? Oh, und ich brauche dringend Sachen zum Essen. Mhm. Woher weißt du überhaupt, wo ich bin? Ich bin unsichtbar. Ich sehe mich selber noch nicht mal. Oh Gott, ich komme gerade auf die Steuerung überhaupt nicht klar, ey. So, was haben wir hier? Der hat nur Driss dabei. Den habe ich schon geplündert. Maschinenpistole? Oh, die nehme ich doch. Geflickter Dreiteiler. Brauche ich auch nicht. Wo ist denn unser Typ? Wieso kam der denn nicht? Gerade als wir hier alles angelockt haben. Einen habe ich... Ah, der versteckt sich da im Haus. Die Maschinenpistole nehme ich noch mit. Huch. So. Komm raus, dann mache ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Der ist schon direkt rot. Der andere eben war nicht rot. Wir sind nicht allein. Was du nicht sagst, Nick. Ich hänge hier fest gerade. Ich hänge hier fest. Okay, der hat sich irgendwie versteckt. Aber wo der uns... Da sind sie wieder. Oh, ein legendärer Raider. Im Bag. Wurde uns ja auch gesagt, dass Northy ein Feigling ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht, dass das eine Option wäre. Such die Leiche nach. Such bei der Leiche nach Hinweisen, okay? Das ist doch scheiße. Wo war der Leiche? So eine Visitenkarte hinterlassen. Kann ich noch tun. Silver Shroud. Okay, das habe ich bei der letzten vergessen. Wir sind auch gerade gar nicht im Silver Shroud Kostüm. Kann ich dir was abnehmen? Stimmt.
Stärken der Raider-Rüstung verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis plus 35. Naja, da ich eigentlich eh nicht gerne mit niedriger Gesundheit rumlaufe, ist das eher uninteressant, finde ich. Kannst du noch ein bisschen was tragen, Nick? Ah, Nick ist auch schon relativ ausgelastet. Finde ich ja nicht so gut. Ich könnte höchstens hier die Metallrüstung anziehen. Die hat Taschen, die hatte ich schon mal modifiziert. Oh, Leute, ich kann nichts lesen hier mit Taschen. Ich würde vermuten, dass ich jetzt mehr tragen kann, aber vielleicht tue ich mich auch. Also es reicht auf jeden Fall immer noch nicht zur Schnellreise. Es sind immer noch 7. Ja, so viel kann der gute Nick auch nicht mehr tragen. Egal, dann lasse ich was von der Rüstung hier. Den grauen Anzug, den kann ich hier lassen. Die Silverschrott-Sachen brauche ich noch. Dann lasse ich davon noch einen Teil da. Alles klar. Und die Mission ist es jetzt doch wahrscheinlich nach Good Neighbor zu gehen, oder? Finde Kent. Okay, was heißt finden? Ich weiß doch eigentlich, wo er ist. Ich reise aber zuerst kurz nach Sanctuary, um dort meine Sachen abzuladen und um euch dann zu zeigen, was ich da geplant habe. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber ich plane es jetzt in naher Zukunft zu tun. Wahrscheinlich dann auch off-cam, weil es eine ziemlich langweilige Sache ist, die ich da vorhabe. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denn noch was sehen wollt zum Housing, weil ich habe da schon längere Zeit jetzt nichts mehr gemacht. Das beschränkt sich ja sowieso auf Sanctuary, woanders habe ich ja noch gar keine Basis gebaut, aber wenn ihr da noch mal was sehen wollt, ein bisschen Basisbau und so ein Kram, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten werde ich das nämlich so belassen, wie es im Moment ist, beziehungsweise... Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Hey, ja. Rede weiter. Alles nehmen. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Und dann knall ich nämlich das alles hier rein. Das Dünnermesser kann ich nicht ablegen. Das ist ein Questgegenstand. Das finde ich ein bisschen komisch. So, die Kleidung. Die Hundesachen muss ich auf jeden Fall mal Dogmeat geben demnächst. Silver Shroud. Die Sachen, die brauche ich noch. Chamäleon habe ich gar nicht an. Jetzt gerade zumindest. Wieso bin ich denn dann unsichtbar trotzdem hin und wieder? Giftmischer brauche ich nicht. Cool, ja, das muss ich mir jetzt nochmal kurz anschauen im Inventar, was ich davon eigentlich jetzt tragen möchte. So, wir haben hier, das ist auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall richtig gut. Das kann man nicht anders sagen. Ich muss mal aufstehen gerade hier, ich krieg schon wieder die Krise. Also ich glaube, die ist richtig gut von den Werten, aber ich glaube nicht, dass ich sie lange tragen werde. Das nervt einfach. So, und hier haben wir die Glückssynth-Rüstung. Genau, das linke Bein. Das wollen wir mal gerade schauen, ob wir das noch verbessern können. Also, weißt du, ich bin im Kopf nochmal diese Unterhaltung durchgegangen, ja, als ich dir mehr oder weniger sagte, dass du mein einziger Freund bist. Hat sich das verrückt angehört? Nicht mehr als sonst auch, wobei das ohnehin eine hohe Messlatte ist. Oh, gut. Solange ich das Niveau halte. Es ist einfach nur lange her, dass ich jemanden wie dich hatte. Verdammt, vielleicht hatte ich das sogar noch nie. Ich wollte nur Danke sagen. Ich glaube nicht, dass man sich einen besseren Freund wünschen kann. Na, ich würde sie nochmal gerne versuchen zu umwerben. Aber ohne Charisma-Outfit. Hört sich für mich an, als wärst du an mehr als nur einer Freundschaft interessiert. Oh, ich... Ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich hätte nicht schon drüber nachgedacht. Also nicht, dass ich ständig darüber nachdenke. Es ist nur so, Blue. Ich bin laut und aufdringlich und übernehme mich andauernd. Warum in aller Welt sollte jemand wie du jemanden wie mich wollen? Nun ja, du bist die einzige Frau, die wir seit langem gesehen haben. Das könnte der Grund sein.
Ja. Du musst gar nicht makellos sein, Piper. Für mich bist du perfekt. Perfekt, was? Das höre ich zum ersten Mal. Also, also ich finde, du bist ebenfalls perfekt. Meine Güte, Blue, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du bist alles, wovon ich je geträumt habe. Komm schon, lassen wir die Welt nicht länger warten. Oha. Was heißt die Welt nicht länger warten lassen? Schläfst du, während sich ein Begleiter in der Nähe befindet, mit dem du eine romantische Beziehung führst, erhältst du für bestimmte Zeit den Skill... Was? Okay, wir haben... Nein! Der Regen macht mir meine Aufzeichnungen kaputt. Ja, du kannst mal weggehen. Ich bin hier an die Bank. Wir haben ja scheinbar jetzt direkt eine romantische Beziehung mit ihr. Nice. So, was haben wir denn hier? Rüstmeister 4 können wir noch nicht. Dann können wir noch Mikrokohlenstoff... Gussharz laminiert. Ja, da ist natürlich der Mikrokohlenstoff am besten. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist und der es ist sogar relativ günstig. Obwohl. Na gut, dann ist doch... Boah, guckt euch mal an, wie viele Schrauben wir haben. 933 Schrauben, leck mich fett. Ja, Mikrokohlenstoff auf jeden Fall dran. Und auf jeden Fall die Taschen. Zusätzliche Taschen. Oh, das reicht genau. 6 Kleber. So, mit dem Kleber wollte ich euch nämlich was zeigen. Denn... Ihr seht es hier, meine tolle Kochstation, wo ich Sachen herstellen kann. Wenn man auf Verwertbares geht und diese Gemüsestärke hier herstellt, aus aufbereitetem Wasser, Mais, Mutterbeere und Tato, diese Gemüsestärke, wenn ich die verschrotte, erhalte ich 5 Kleber. 5, Leute. Und diesen ganzen Schrott, Tato und so weiter, Mutterbeere, Mais, das habe ich ja alles hier angebaut, beziehungsweise im Moment... Na, guck mal, die Leute, die kümmern sich sogar darum, obwohl ich keinen zugewiesen habe. Scheint wirklich was zu werden. Beziehungsweise den Mais. Um den muss ich mich noch kümmern. Da muss ich nochmal in der Welt schauen, dass ich dort Mais finde und den hier anbaue und nicht direkt vercrafte. Ich habe nämlich den Fehler gemacht, ihn immer zu vercraften, statt ihn anzubauen. Und das Wasser bekommt man aus den Wasseraufbereitungsanlagen. Wenn man dort einen Überschuss hat an Wasser, dann... Ich nehme auf jeden Fall mein Charisma-Outfit mit jetzt. Das will ich, nehme ich auf jeden Fall jetzt immer mit. Charisma, Charisma, Charisma. Genau, und ansonsten... tue ich das mal hier rein, so lange. Und dann reisen wir mal nach Good Neighbor. Das möchte ich euch auf jeden Fall diese Episode noch zeigen, auch wenn wir ein bisschen überziehen müssen dafür. Aber den Silver Shroud, den möchte ich schon noch abgeben, die Quest. Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich den Mais immer verarbeitet habe. Und wie gesagt, das Wasser, das und auch die, ich glaube sogar auch die Zutaten müsste man theoretisch gar nicht selber ernten. Wenn man Siedler darauf ansetzt, ernten die es für einen und alles, was überschüssig ist und nicht von den Leuten verbraucht wird, auch das aufbereitete Wasser, wird dann direkt in die Werkbank eingelegt oder irgendwo in dieser Siedlung. Und das kann ich einfach vorbeigehen und den Kram abholen. Und damit hat man im Prinzip dann einen Endlos-Klebervorrat. Und jedes Mal 5 Kleber, Leute. Also auf jeden Fall richtig gut. Gehen wir mal in die Höhle der Erinnerungen hier zu Kent. Unseren Radiofreund vom Radio Silver Shroud. Der kleine Bekloppte. Wir hoffen mal, dass er jetzt... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Story war. Ich glaube, ihm wurde gedroht, oder? Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Laber nicht. Wo ist er? Was ist mit Kent? Wo ist er? Sie haben ihn. Raider. Nichts als Mordlust in den Augen. Wir hatten keine Chance. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Ah. Sie wird ständig wiederholt. Das hört sich nicht gut an. Mal wieder Raider-Schweine. Na? Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich!
Ja, natürlich ist das eine Falle. Tu es, Shroud, tu es. Mein Knie, Tu es. Shroud, lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Ja, das wissen wir schon. Ja, Kent ist entführt worden. So eine Scheiße. Von Raidern. Okay, hier haben wir immer noch Shelly Tiller. Die will ich ja eigentlich nicht killen. Wo ist denn dieses Milton? Ach, so weit unten, Alter. Das ist ja mega weit. Naja, gut, Leute. Dann werde ich jetzt hier mal einen Cut machen. Und in der nächsten Episode kümmern wir uns dann um Sinjin. Und Kent natürlich, den wir befreien wollen. Das ist für uns keine optionale Aufgabe, ihn zu befreien, sondern natürlich eine Pflichtaufgabe. Also Leute, es wird auf jeden Fall Action geladen. Es geht weiter mit Raidern. Also schaltet wieder ein hier zur nächsten Episode vom Kanal. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.